Moin, moin, Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu unserer kleinen, feinen Nachrichtensendung namens Bild Daily. Wie immer live bei Facebook und bei Bild.de. Wir haben pickepacke volles Programm heute. Da will ich euch und uns vor allen Dingen nicht lange aufhalten, aber euch noch natürlich wie immer darauf hinweisen, dass Maria wieder da ist. Hallo Maria. Hallo Klaas. Ja, hallo Leute. Ich bin heute wieder für euch da, werde mir eure Kommentare, Anregungen und Fragen durchlesen. Und die Fragen werde ich sofort weiterleiten. Also bitte schreibt uns. Bitte schreibt uns zu diesen Themen. Das EM-Achtelfinale steht und wir blicken auf die schönsten, schlimmsten und überraschendsten Momente der Vorrunde. Der Countdown läuft. Heute entscheiden die Briten, ob sie aus der Europäischen Union austreten wollen. Und jetzt kommt die Schwitzwalze. Wir sagen euch, wo es heute und morgen richtig heiß wird. Heute ist ein trauriger Tag, zumindest für die Fußballwelt, denn es gibt heute kein EM-Spiel. Obwohl so viele Mannschaften dabei sind wie noch nie zuvor bei einer EM, ist tatsächlich Pause bis Samstag, bis die Achtelfinal-Festspiele losgehen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn wir haben ja Ronaldo. Ihr habt es gestern gesehen, der hat sich ja das Mikrofon eines Reporters geschnappt und ist weggeschmissen. Ihr habt aber nicht gesehen, wohin er das geschmissen hat. Aber unsere Kollegen von den EM-News haben recherchiert. Bitteschön. Mehr von diesem geilen Scheiß und auch noch anderen geilen Scheiß gibt es täglich um 6 Uhr bei Bild.de bei den Kollegen von den EM-News. Großartig, Jungs, ganz stark gemacht. So, wir schalten jetzt nach Evian, Frankreich, ins Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da ist unser Kollege Tim Detering. Tim, heute war Tag der Co-Trainer. Die waren bei der PK. Was haben sie gesagt? Hallo Klaas, genau. Thomas Schneider und Markus Sorg waren eben da und es war ja durchaus ganz interessant. Fragen uns jetzt natürlich Sonntag gegen die Slowakei, wer spielt da und vor allem, wann spielt unser Capitano endlich, Basti Schweinsteiger. Und da gab es eben eine ganz interessante Aussage von Markus Sorg. Der hat nämlich gesagt, dass Schweini immer stabiler wird und so langsam durchaus ein Kandidat für die Startelf ist. Und das kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Könnte mir dann vorstellen, dass Sami Khedira vielleicht mal ein Spiel Pause bekommt und dass dann Schweini tatsächlich am Sonntag spielt. Ob so kommen wird, weiß ich noch nicht. Wir werden recherchieren und euch auf dem Laufenden halten. Hervorragend. Sag uns doch mal, was macht die Nationalmannschaft heute? Die machen nichts. Die haben nämlich frei. Das haben sie sich verdient. Das ist der zweite freie Tag jetzt hier bei der EM. Das ist Jogi Löw ja sehr wichtig, dass bei so einer langen Turnierphase die Spieler auch mal die Möglichkeit bekommen, ein bisschen zu entspannen. Jetzt ist hier herrliches Wetter. Ich schwenke mal ein bisschen rum. Ich hoffe, man erkennt es. Eine Wolke erkenne ich zumindest nicht. Und da wird sich der ein oder andere Spieler hier im Städtchen mal ein Eis gönnen und einfach mal ein bisschen runterfahren. Man erkennt das herrliche Wetter auch daran, dass du so ganz leichte, glänzende Stirn hast, also vom Schweiß. Insofern mach dir keine Sorgen. Wir sehen, dass das Wetter gut ist. Aber sag uns noch mal, Sonntag-Achtelfinale gegen die Slowakei. Was erwarten wir oder was erwartet ihr als Sportexperten von der Slowakei? Gut, da sind wir natürlich wieder haushoher Favorit. Das ist jetzt zwar das erste K.O.-Spiel, aber gefühlt vom Gegner her ist das irgendwie noch so ein bisschen Gruppengegner. Der große Vorteil könnte aber sein, dass die Slowaken jetzt zumindest nicht, wie zum Beispiel Ukraine und Nordirland, sich hinten reinstellen und sich nur auf die Defensive beschränken. Die haben schon so ein bisschen Lust, auch selber Fußball zu spielen. Und das kommt Jogis Jungs natürlich richtig entgegen. Sobald da eine Mannschaft auch mal ein bisschen Initiative übernimmt, ergeben sich Räume, um zu kombinieren. Das ist die große Stärke unserer Spieler, wie Mario Götze, Mesut Özil. Und deswegen kann man sich vielleicht auf ein schönes Fußballspiel mal freuen. Da freuen wir uns auf jeden Fall darauf. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht morgen nochmal zu sehen. Mal schauen. Danken dir auf jeden Fall erstmal für heute. Mach's gut, Tim. Dankeschön, bis morgen. Ciao. Die Vorrunde ist durch. Das Achtelfinale kann kommen. Zeit für ein Vorrundenfazit mit Christopher Buhl. Hallo, Christopher. Wir wollen ein bisschen durchgehen, ganz schnell und zackig. Sag mal, was war der schönste Moment der EM bisher für dich? Schönster Moment, wenn man so an die schönsten Bilder denkt, würde ich sagen, aus deutscher Sicht ist es Bastian Schweinsteiger gewesen, der ja eingewechselt wurde gegen die Ukraine und dann getroffen hat. Sehr emotionaler Jubel bei ihm und bei der ganzen Mannschaft auch. Das hat gezeigt, dass ein toller Spirit in der Mannschaft steckt und dass wir uns, glaube ich, noch länger über unsere Nationalmannschaft freuen können im Turnier.
Was war die größte EM-Überraschung? Da würde ich jetzt nicht eine einzelne rausgreifen. Gibt sicherlich einige. Island zum Beispiel hat sich qualifiziert fürs Achtelfinale. Gestern nochmal 2-1 gegen Österreich gewonnen. Ist wirklich stark, wie die sich durchgesetzt haben. Wobei man auch sagen muss, sie haben eine super starke Quali gespielt, haben ja auch Holland besiegt und Holland damit sozusagen ausgeschaltet im Kampf um die EM-Teilnahme. Irland, Nordirland muss man auf jeden Fall nennen, die haben sich qualifiziert. Und ganz stark finde ich natürlich auch die Ungarn mit den Trainern Bernd Storck und Andi Möller. Die haben ihre Gruppe sogar gewonnen. Gestern nochmal spektakuläres 3-3 gegen Portugal. Das ist wirklich beachtenswert. Was war die größte Enttäuschung? Ganz enttäuscht bin ich eigentlich von Schweden bzw. Zlatan Ibrahimovic. Die sind sang- und klanglos ausgeschieden. Das ist schade, weil die EM natürlich eine Figur verliert mit Zlatan Ibrahimovic. Und er hat dann ja auch direkt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt nach der EM. Also mit Zlatan ist jetzt Schluss, zumindest im Schweden-Trikot. Das ist sehr schade. Ja, das wäre eigentlich meine größte Enttäuschung. Und dann musst du jetzt leider, du musst es sagen, wer ist denn jetzt der Favorit? Ist total schwierig bei dieser EM, glaube ich. Ja. Aber so ein bisschen hat man jetzt ein Gefühl nach der Vorrunde, oder? Man bekommt ein besseres Gefühl, auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, es gibt einmal den Achtelfinalbaum, in dem die starken Mannschaften spielen. Frankreich, England, Deutschland, Spanien, die sich irgendwann auf dem Weg ins Finale gegenseitig ausschalten werden. Ja, ich würde Deutschland dazu zählen. Unser EM-Insider Matthias Brügelmann hat das ja auch in seinem Newsletter geschrieben. Keiner ist besser als wir. Wir haben kein Spiel verloren, wir haben kein Tor kassiert. Die Franzosen haben auch nicht verloren, vielleicht nicht immer überzeugend gespielt, aber sie werden natürlich von der großartigen Atmosphäre getragen. Und auch bei den Engländern würde ich sagen, die werden es weit, weit bringen in dem Turnier. Wir haben eine Frage, Maria, oder? Nee, wir haben keine Fragen eigentlich, aber wir haben natürlich jede Menge Resonanz bisher. Wenn der Kollege jetzt fertig wäre, dann würde ich einfach ein bisschen was vorlesen, was hier rein. Das Schöne ist, dass wir einfach dem Kollegen sagen können, wann er fertig ist. Also lies vor. Gut, dann lese ich jetzt mal vor. Und zwar, was unsere User enttäuschend fanden an der EM, war das Deutschland gegen Polen-Spiel. Tatsächlich haben einige sich nochmal beschwert, dass unsere Nationalelf nicht volle Leistung erbracht hat in ihren Augen und nicht alles gegeben hat. Wiederum gab es dann auch die Gegenstimmen, dass man sich beruhigen sollte. Wir haben ja gewonnen, alles gut. Aber der Stachel sitzt noch ein bisschen, ne? Der Stachel sitzt noch, genau. So sieht es aus. Wir hoffen, dass der Stachel weiter gezogen werden kann und machen weiter mit dem nächsten Thema. Hat auch sogar ein ganz bisschen mit Fußball zu tun. Der Brexit oder die Brexit-Abstimmung läuft ja jetzt gerade in Großbritannien. Und wir von Bild wollen uns wirklich dafür einsetzen und haben es getan in den letzten Wochen, dass die Briten in der EU bleiben. An den Fenstern der Häuser herrscht. Wir setzen uns sogar so sehr dafür ein, dass wir ihnen versprechen, dass wir sogar endlich das Wembley-Tor anerkennen. Aber nur, wenn sie wirklich bleiben. Sie sollen bleiben, aber es gibt auch gute Argumente aus britischer Sicht gegen einen EU-Verbleib. Was das für Argumente sind, haben unsere Kollegen Peter Tiede, Philipp Sandmann und Daniel Biskup versucht herauszufinden. Bitte schön. An den Fenstern der Häuser herrscht Schilderkrieg. Die Region rund um Thurrock ist arm. Etwa 75% der Anwohner wollen hier wohl für den Brexit stimmen. I've got nothing against Europeans or anything like that. It's just the British public should come first. We like to make our own decisions. We can't be told what to do. The thing that annoys me is the fact that we pay millions and millions of pounds into the European Union. Yeah. And most of the other countries ain't got no money. I've absolutely no idea how good a Chancellor Angela Merkel is, but her open door policy welcoming every single immigrant that can get there has been the biggest factor leading to thousands of deaths of immigrants trying to cross from Turkey. Doch auch wenn das Votum anders ausfällt als erhofft, das Projekt Brexit bleibt für die meisten Menschen in Thurrock aktuell. I believe that this won't be the end of it should the Remain get the vote at the end of the day. In fact, I have a belief that the European Union is a failing project and
potentially 5 to 10 years, it won't be still there in its current guise. Reporter Moritz Wedel ist unser Mann in London. Moritz, das Wetter soll ja nicht so gut sein in London. Was hat das für Auswirkungen auf das Abstimmungsergebnis? Ja, Klaas, es hat geregnet seit gestern Abend, die ganze Nacht hindurch und auch heute Morgen. Jetzt haben wir Bewölkung, aber kein Regen und das ist ein gutes Zeichen. Dann kommen nämlich die Brexit-Gegner hierher vermehrt, heißt es von den Experten, denn die Brexit-Gegner haben ein Problem, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren und die, naja, überlegen sich es dann nochmal, hierher zu gehen, ihre Stimme abzugeben, wenn es halt regnet. Das ist das Thema Wetter. Warum gibt es das Ergebnis erst morgen? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Ja, das ist ein bisschen kompliziert mit diesem Ergebnis. Das hört man hier vielerorts, dieses es ist ein bisschen kompliziert. Die Wahllokale haben hier überall in Großbritannien bis 22 Uhr Ortszeit, 23 Uhr deutsche Zeit auf. Und dann wird erst ausgezählt. Es wird nicht diese Prognose, die wir in Deutschland von der 18-Uhr-Prognose her kennen, geben hier in Großbritannien. Es wird auch keine Hochrechnung geben. Es wird nur sehr, na sagen wir mal, stichpunktartig Befragungen geben der Leute, die hier beispielsweise aus diesen Wahllokalen kommen. Und da wird einfach mal befragt, was sie denn gewählt haben. Moritz, du hältst uns heute Abend und auch noch heute Nacht eventuell, spätestens aber noch morgen früh auf dem Laufenden, was das Ergebnis denn nun endlich geworden ist. Wir danken dir auf jeden Fall und wünschen dir viel Erfolg in London. Heute haben wir haben es wieder gehört, wir haben heute auch wieder Wetter, 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 nämlich in Deutschland extrem heißes. Wie heiß und wo es heiß wird, das weiß Dominik Jung von wetter.net. Hallo und herzlich willkommen zum Bildwetter. Ja, das Tropenwetter ist da, es ist sehr heiß. Gestern wurden bereits bis zu 33 Grad gemessen. Die Luft, die ist sehr schwül und damit fühlen wir die Temperaturen noch etwas höher, als sie eigentlich sind. Den Sonnenschein, den haben wir dem Hoch Wolfgang zu verdanken. Das liegt hier mit seinem Zentrum über Osteuropa. Aber zugleich, da haben wir hier über dem Ärmelkanal schon einige Schauer und Gewitter und die ziehen heute im Tageslauf Richtung Deutschland und werden vor allen Dingen den Nordwesten treffen. Das sehen wir auch auf der 3-Tages-Vorschau. Heute gibt es bis zu 16 Sonnenstunden und Hitze pur. Die Temperaturen erreichen 27 bis 35 Grad und gefühlt aufgrund der großen Schwüle, da landen wir irgendwo schon knapp bei 40 Grad. Aber aufgepasst, am Nachmittag und Abend, da drohen hier im Nordwesten teilweise heftige Schauer und Gewitter und vor allen Dingen lokal auch Unwetter mit starkregen, Stürmen und Hagel und auch Tornados sind möglich. Am Freitag wird es nochmal sehr heiß. Im Osten geht es rauf auf 37 Grad im Schatten. Gefühlt liegen wir knapp über 40 Grad aufgrund der großen Schwüle in der Luft. Im Westen, da ging der Knalls ab dem Nachmittag. Da wird es brodeln, da gibt es dann wieder Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Und die Temperaturen, die erreichen dort so 26 bis 33 Grad. Es ist zum Teil wirklich unerträglich schwül. Fragen machen wir. Wir haben noch Fragen zum Fußball, oder Maria? Ja, und zwar eine konkrete Frage kommt von einem User. Er würde gern wissen, wie gut die Chancen für Kroatien sind, um weiterzukommen. Kroatien, viele Kroaten in Deutschland. Mhm. Ja, sie spielen gegen Portugal. Portugal hat, glaube ich, gestern dann mal das beste EM-Spiel abgeliefert beim 3:3 gegen Ungarn. 2 Tore von Ronaldo. Endlich, muss man sagen, der Knoten ist geplatzt, auch bei ihm. Und ich glaube, den Schwung werden sie mitnehmen. Aber die Kroaten muss man natürlich auf der Rechnung haben. Die haben Spanien dann auch nochmal geschlagen am letzten Gruppenspieltag. Das ist der amtierende Europameister. Also, wie man so schön sagt, Kroatien kann ein ekliger Gegner sein. Da haben wir ja auch schon unsere Erfahrungen mitgemacht. Und ich glaube, dass sie durchaus die Chance haben, Portugal zu schlagen, klar. Freunde, eine wichtige Meldung für alle Urlauber. Wenn ihr Sand mitnehmt oder auch Muscheln, dann könnt ihr das gerne tun, von fast überall auf der Welt, aber bitte nicht auf Sardinien. Überraschenderweise ist das nämlich verboten und wir haben einen kleinen Film dafür. Schlange stehen am Flughafen Elmas auf Sardinien. Einigen Fluggästen geht es gleich an den Kragen, denn ihr Gepäck wird durchsucht. Urlaubsmitbringsel wie Sand, Muscheln und Co. sind seit kurzem streng verboten. Wir haben relativ viele Muscheln gesammelt. Und andere kleine Mitbringsel aus dem Meer, Driftwood ein bisschen was, aber ansonsten eigentlich gar nicht viel. Um die 2 Millionen Touristen reisen jedes Jahr nach Sardinien. Die Strände zählen zu den schönsten Badezielen im Mittelmeer. Aber Vorsicht, das Mitnehmen von Natursouvenirs ist hier verboten, denn viele der Strände stehen unter Naturschutz. Da
Das Mitnehmen von Sand und anderen Sachen von einem Strand ist verboten. Es verstößt gegen verschiedene Gesetze. Ab einer bestimmten Menge liegt das Verbrechen eines Diebstahls vor. Die Strafen sind heftig. Wer erwischt wird, muss zwischen 1.500 und 9.300 Euro berappen. Wenn es nirgendwo geschrieben steht, im Internet oder so, dann woher soll man es wissen? Ne? Da stand auch kein Reiseführer oder sonstige Informationen, die wir uns angeguckt hatten. Okay, wir werden es sehen. Zusätzlich zu den Kontrollen am Flughafen will die Umweltschutzbehörde der italienischen Mittelmeerinsel nun viele der Meeresbuchten mit Überwachungskameras ausstatten. Finger weg von Sand und Muscheln oder fahrt ganz einfach an die Ost- oder Nordsee. Da gibt es zwar nicht so viel und schöne Muscheln, aber da könnt ihr immerhin den Urlaub noch gut und frei verbringen und müsst keine Angst haben, ins Gefängnis zu kommen oder eine Geldstrafe zu zahlen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf euch morgen mit meiner Kollegin Miriam und wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke, tschüss.